Das im Vordergrund. Und wir gehen nach Coruscant. Mal gucken, wo wir vorgestern stehen geblieben sind. Ich weiß, ich habe mich in irgendeiner Ecke ausgelockt. Und mal lunzen, würde ich sagen. So, Kavi ist auch dabei. Beanspruchen. Geheime Prototypkiste. Okay. Was macht denn der da oben? Und was gab's? Tech-Fragmente und eine große Tasche. Die machen wir natürlich auch gleich auf. Okay, Zeug, was ich nicht wirklich gebrauchen kann, denke ich mal. Gut, stehen geblieben sind wir bei irgendeiner Quest, die da. Laura Bottons Laden. Dann würde ich mal sagen, einmal den da und ab geht da. Der Hoffnung, wir werden jetzt nicht gleich abgeballert. So, da und dann links rum. Hallo, kleines Mädchen. Entschuldigt, ihr seht nicht aus wie ein Justika. Hoffe ich. Die Justikare sagen, sie beschützen uns vor der schwarzen Sonne. Dass sie besser sind als die Banden. Aber das sind sie nicht. Ich hasse sie. Ihr seid keiner von denen, oder? Nö. Ich will keinen Ärger haben. So wie Brayden. Ich komme nicht von Coruscant. Ich gehöre keiner der Banden an. Bitte, könnt ihr mir helfen, Brayden zu retten? Oh, das kostet. Er ist mein Bruder. Er ist erst 15, aber sie denken, er wäre älter. Sie sagen, sie hätten ihn verpflichtet, weil er eins ihrer blöden Sperrstundengesetze gebrochen hätte. Mhm. Also schließen sie ihn tagsüber ein und nachts zwingen sie ihn, auf die schwarze Sonne zu schießen. Er wird sterben. Okay, pass auf, Clem. Ja? Wenn ich dir helfen soll, gibt es nur einen Weg. Du gehst zu den Sith, du wirst ein mächtiger Sith und dann kämpfst du gegen mich, okay? Gut. Dass diese Justikare den Frieden wahren wollen, ist ja schön und gut, aber es werden keine Kinder darunter leiden. Danke. Seid ihr wirklich ein Jedi? Nö, ich guck, ich sehe nur so aus. Man sagt, dass Jedi manchmal Kindern erscheinen, die Hilfe brauchen. Um zu Brayden zu gelangen, müsst ihr einen besonderen Gürtel haben, den sie alle tragen. Das ist der einzige Weg, um am Sicherheitsfeld vorbeizukommen, hinter dem Brayden ist. Bitte, bitte bringt ihn mir wieder zurück. Okay, wenn Jedis erscheinen bei Kindern, die Hilfe brauchen, warum ist mir früher keiner erschienen? Warum ist mir dann früher keiner erschienen? Das will ich jetzt wissen. Ich hätte früher auch gut Hilfe gebrauchen können. Also, gut. Wenn ich Maus drücke, kann ich kein A und D drücken. Interessant. Also, ich hätte früher auch Hilfe gebrauchen können und es war keiner da. Was ein bisschen scheiße ist. Wenn man die Schläge von seinem Stiefvater einstecken musste ohne Ende. Naja, Gott. Das ist ein anderes Thema. Jedi, von euch sieht man auf Coruscant nicht mehr viele. Jedenfalls nicht im Justikargebiet. Agent Reed Gann. Strategischer Informationsdienst. Habt ihr hier unten etwas Ungewöhnliches bemerkt?
Ja, dich. Etwa wie schnell die Justikare die Kontrolle übernommen haben? Waffen und Rüstung wachsen nicht am Boden. Die Justikare haben einen Lieferanten und der ist nicht von der Republik. Könnt ihr mir folgen? Ihr verdächtigt die Justikare des illegalen Handels? Und Schlimmerem. Güter vom Schwarzmarkt sind eine Sache. Aber mit dem Imperium zu handeln ist Verrat. Wer die Waffen hat, hat das Sagen. Der SID muss wissen, woher diese Ausrüstung kommt. Die Justikare kontrollieren ihren eigenen Raumhafen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Buch führen. Ich brauche jemanden, der dort eindringt und mir die Akten bringt. Ich glaube, da kann ich helfen. Bringt mir diese Akten und passt auf, dass er nicht den Justikaren in die Arme lauft. Moment, auch wenn sie umgebracht. Oh, Story-Modus? Ja, da muss ich sogar hin. Ah, das ist klar. Mau. Du bist kein Transportmittel erlaubt. Okay, das mache ich gerade. Ja, Attacke! Oh, da war noch einer? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist dann der Fahrstuhl, den ich nehmen muss. Okay, da muss ich... Ah ja, komm, scheiß drauf. Ich muss noch Vierer wegballern. Hier sind noch Vierer. Na dann. Au.
So. Bonusquests haben wir auch erledigt. Oh, hier kommt ja noch einer. Bleib da, Druide! Ach, schade, ich dachte, man kann ihn zerquetschen. Hier lang. Schüchen. Rüstung ist aber weniger, aber Angriffskraft wieder. Ja, wir rüsten dich aus. So. Hammer. Jetzt geht's zurück. Fahrstuhl. Fahrstuhl, komm doch mal hoch. Ganz normal raus oder wie? Zeig mal her. Jep, ganz normal raus, gut. Ach komm, wisst ihr was? Wir kämpfen hier noch ein bisschen. Oh, okay. Können wir noch ein paar XP haben. Level haben wir auch drin. Gut. Sonst gab es hier keinen Loot. Irgendwie. Schade. Hüter der Wahrheit kennen wir schon. Republik, der Erhabene, Padawan. Ne, ich bleib bei der Kompromisslose. Jetzt nehme ich mir einen Anwalt, stelle den hier. Senat los und Gontor Industries gehört wieder mir. Oh. Er bleibt gumpfig gesprungen und irgendjemand kann ich es austauschen. Oha. Wenn ich das jetzt aus, dann habe ich eine Kapuze auf. Geil. Okay.
Dann müssen wir jetzt dahin, dahin, dahin und dahin. Und machen wir das. Jetzt ist schnell ewig, um Blätter zu fahren hier. Dann kämpft man halt so. Mann muss ich umballern. Ich denke mal, das ist machbar. Ich höre Holocron. Ich höre Holocron. Das will ich. Okay. Ich höre das da oben. Wenn man mir beim letzten Stream 1 gezeigt hat, dass es hier Jump'n'Runs gibt, die scheiße sind. Ah, Y. Da ist es. Nein. Warte mal, ich muss das mit dir wegmachen. Ja? Leuchtstrahl, ja. Komme ich das Ding hier vielleicht hoch? Ne, ich muss hier irgendwie rüberkommen. Nein! Ich will da hoch. Einen anderen Weg scheint es da ja nicht hinzugeben. Oder? Nee. Sag mal, wenn ich seitlich springe, geht das eigentlich? Naja. Mann, der will nicht springen, der fucking Boy. Nee, oh nee, das ist keiner von den 10, schade. Mann! Oh, leck mich doch, ey. Weit kann ich denn im... Ja, nicht weit. Ich muss Anlauf nehmen, um darüber zu kommen. Ha! Ich hab's geschafft.
Jo, gib her. Beherrschung plus 2, geil. Geil, geil, geil. Und sonst gibt's hier oben nichts mehr, oder? Eine Lootkiste oder so? Nee. Schade. Nein! Ich bin sowieso falsch. Ich muss da lang. Was? Willst du mit mir reden? Auch jetzt nicht. Fauler Sack. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Wie viel Geld habe ich? 103.000. Da geht noch was. Das war ja nix für uns. Gab's hier keine. Jetzt haben wir schon drei Holokrone auf Coruscant entdeckt und mitgenommen. Ich glaube, mehr dürfte es auch nicht geben. Mehr dürfte es hier auch nicht geben. Oh, Lootkiste. Oh, was war das denn? Mittlerer Einfluss. Ne, das hebt man mal auf. Immunitätszellkultur. Okay. Okay.
Wow, ich muss gar nichts machen. Der macht das ganz allein hier. Kiste. Oh, jetzt bist du dran. Okay, das hier. Hammer. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay, kehre dahin zurück. Besorge dir einen Sicherheitsgürtel. Gut, machen wir erst noch die Quest. Dann machen wir erst noch diese Quest. Und wir müssen eh hier lang. Luftstrahl nur hier. Ganz kurz was gucken. Ja, alles an. Sehr schön. Warte mal, ich muss hier lang weiter, ne? Ja. Ich muss hier lang weiter. Ein besonderer Lichtstrahl, okay. Alter! Der hat aber einen Sicherheitsgürtel, Hammer! Okay, dahin. Wo auch immer dahin ist. Bin ich hier richtig? Yo. Melden Sie Ihre Beschwerden. Oh, jetzt habe ich ein Geschenk verkauft. Scheiße. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Jetzt habe ich doch tatsächlich ein Geschenk verkauft. Naja.
Ach, ich bin sogar falsch. Lol. Nee, warte mal. Da geht's weiter. Ich bin richtig. Ich dulli. Okay. So. Hier geht's rein. Okay. So. Ach komm, gegen euch Monster kämpfen wir. Oh, das ist schon down. Der ist ja schon down. So. War ich gerade ein bisschen eingeengt. Deine Schwester hat mich geschickt. Du bist frei. Renny, aber sie ist ein kleines Mädchen. Wie konnte sie? Und wieso? Oh, jetzt werden sie mich umbringen. Schnell, könnt ihr das wieder einschalten, es wieder in Gang setzen oder sowas? Du willst ein Gefangener der Justikare sein? Ich kann nicht flüchten. Solange die Justikare mich in ihren Akten haben, weil ich die Sperrstunde nicht beachtet habe, werden sie mich bloß wieder einfangen. Und wenn sie mich schnappen, nachdem ich mich unentschuldigt entfernt habe, werden sie mich foltern. Es sei denn, wenn ihr mir wirklich helfen wollt, löscht meine Akte aus ihren Computern. Ich verstecke mich irgendwo. Wenn sich die Lage beruhigt hat, werde ich Renny wiederfinden. Na dann. Ah!
Kehr zu Ranada zurück. War das der hier? Ach nee, Renalda. Ach du Scheiße, nochmal. Man sollte lesen können. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Jo. Falsch. Ja, da lang muss ich. Bounce. Bounce. Habe ich was zu verticken? Ein bisschen was. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Aufpassen, nicht, dass ich hier wieder ein Geschenk verkaufe. Einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ist okay. Schoki, Schoki. Geronimo. Hi, hi. Morgen. Wo waren die jetzt?
So. Einer war hier hinten. Die Akten vom Raumhafen der Justicare. Das sollte alles sein, was ihr braucht. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Diese Akten werden beweisen, dass die Justicare fremde Ausrüstung bekommen. Ich werde sie dem Hauptquartier übermitteln. Daran werden sie eine Weile zu knabbern haben. Vielen Dank. Jo. Nicht jetzt noch eine neue Quest. Bist du eigentlich noch auf Coastland? Natürlich. Ich hab keine Ahnung. Dein Bruder ist frei. Er sagt, er wird dich finden, sobald es sicher ist. Wirklich? Justicare haben gesagt, er wäre getötet worden. Aber er lebt? Echt? Danke, danke! Ihr seid meine zweitliebste Person auf der ganzen Welt! So. Wieder zwei abgeschlossen. Sprich mit Captain Windborn. Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Also brauchst du doch nur in deine Freundesliste gucken, da siehst du, wo ich bin. Aber in der Freundesliste wird sogar 0 angezeigt. Das ist keine Online-Liste. Also bei mir werden zwei angezeigt. Ja, dann neuer Band und ich halt. Und da steht da, dass du auf Coruscant bist und Sidialia ist auf Nashadar da. Und du bist Coruscant. Du wirst mal auch angezeigt jetzt. So, ich muss dahin da. Dem ganzen Planeten die Energie, wenn es sein muss. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Irren das Netzwerk übernehmen. Captain Windborn, Senatorin Kyle sagte, ihr bräuchtet Unterstützung. Wie ist die Lage? Wir werden hier zu Kleinholz verarbeitet. Wir sind nicht ausgebildet, um eine Armee von Mördern zu bekämpfen. Diese Verbrecher sind schlau, organisiert, definitiv auf einem anderen Planeten ausgebildet. Sie könnten es sogar schaffen, das Senatsgebäude zu zerstören. Zieht eure Männer zurück, Captain. Ich übernehme diese Kriminellen. So einfach ist das nicht. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die Verbrecher haben Hacker mitgebracht, um auf jeden Netzwerkknoten des Sektors zuzugreifen. Sie übernehmen die automatischen Gleiterwege.
Sie werden Tausende von Kollisionen in der Luft verursachen. Der Schrott wird auf das Senatsgebäude herabregnen wie ein Meteoritenschauer. Wer weiß, wie viele dabei umkommen. Diese Verbrecher sind zu weit gegangen. Ich setze dem ein Ende. Das ist die beste Nachricht des Tages, Jedi. Die Verbrecher haben bewaffnete Patrouillen eingerichtet, um die Netzwerkzugriffe zu verteidigen. Wir müssen sie zurückdrängen, um die Terminals manuell zu sperren. Übernehmt genug Terminals, dann schaffen wir es vielleicht. Meine Männer geben euch Unterstützung. Viel Glück. Ich habe bis jetzt in den 51 Minuten 2 Level gemacht. Kann ich nicht sagen, ob ich da langsam bin. Lootstrahl. So. Die müssten doch irgendwann. Ja.
richtige Genvollstrecker. Aber er muss ja doch da hoch. Okay, das ist dort, das ist auch dort. Genvollstrecker sind bei. Eindeutig zu viele gerade. Jetzt hat den jemand anderes weggeballert, Mann, du. Ihr Mistfratzen. Ja, was guckst du mich so blöd an? Verpiss dich, du. Meine Fresse, ey. Könnt dich abkotzen. Brauchen zum Nachspawnen. Jetzt kämpft er. Och, kommt schon, Mann. Kann doch nicht sein. Ich kann jetzt hier keine Stunde rumpimmeln. Was ist das? Horror, Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Siegelring des alten Tion. Großer Einfluss. Mittlerer Einfluss. Hundendatenbibliothek. Okay. Mann.
Und obwohl ich jetzt hochrenne, ist keiner mehr da. Hier schnell die nächsten Dullis kommen. Oh Mann! Musst du mich da wenigstens die Nebenquest machen? Ich würde das ja auch noch machen müssen, wo du bist wahrscheinlich. Es ist gerade Krise in Galactic City, was ich mache. Ja, ich bin immer noch im Territorium der Schwarzen Donner. Da bin ich schon längst fertig. Hauptquest von der Bonusaufgabe. Oh Mann. Nein, 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 nicht runter. Oh, Schwein gehabt. Da ist noch einer. Meiner. Ja. Gut. Teil 2 erledigt. Was? Jetzt kommen 3 Teile. Untersuche das Schiff der Migranten. Warte mal, das Schiff, das ist oben im Weltenboss. Dann weiß ich das. Oh, es gibt ja einen Fahrstuhl da hoch. Da komme ich gar nicht beim Weltenboss erst lang. Ich bin beim Weltenboss vorbeigelaufen. Oh, ich nehme den Fahrstuhl, ich nehme den einfachen Weg. So, was spawnt hier? Gilden-Captain. Tatsächlich besser sind als mein. Plus 10 Verteidigung. Nehmen wir. So. Jetzt kann ich auch das letzte Ding hier aktivieren. Das ist irgendwo nirgendwo. So, dann muss ich noch Mais gesucht in der Republik. Och ne, jetzt haben die das hier oben schon repariert. Respawnen die Teile wieder? Noise.
Männer können noch immer nicht glauben, dass ihr euch allein dieser Verbrecherbande gestellt und es auch noch überlebt habt. Das war verdammt heldenhaft. Da die Netzwerkterminals jetzt gesperrt sind, ist der Luftverkehr für die Gleiter wieder sicher. Jetzt müssen wir nur noch endgültig die Verbrecher verjagen. Im Netzwerk gab es eine Art verschlüsselte Nachricht. Sieht nach einer Aufzeichnung aus. Lasst mich mal sehen. Das ist ein alter Code der Händlergilde der Migranten. Ich denke, ich kann ihn entschlüsseln. Mal sehen. Ihr habt unsere Freundschaft angenommen, Senatorin Kyle. Und unsere Credits. Es ist an der Zeit, sich zu revanchieren. Wir fordern lediglich die Wohnprojekte, die ihr unserem Volk versprochen habt. Jetzt. Euer Volk wird warten müssen, bis es an der Reihe ist, wie jeder andere auch. Ich schulde euch gar nichts. Wenn ihr mich weiter derart drängt, werde ich euch alle vernichten. Senatorin Kyle und die Händlergilde der Migranten stehen im Krieg. Darum ging es eigentlich? Euer Erpressungsversuch ist gescheitert. Meine Leute drängen eure kleine Armee soeben zurück. Es ist vorbei. Niemand bricht eine Abmachung mit uns, Senatorin. Wir werden bekommen, was wir wollen. So oder so. Das ist weit über meiner Kompetenzstufe. Ich werde nicht Rufmord an der bekanntesten Politikerin Coruscants begehen. Nehmt die Aufzeichnung. Ich will sie nicht. Ich werde so bald wie möglich mit ihr reden. Sie wird eine gute Erklärung dafür haben. Es muss so sein. Senatorin Kyle hat für Coruscant Großes geleistet. Sie ist eine große Frau. Gebt ihr eine Chance. Meine Männer und ich bleiben hier unten. Ihr solltet euch zurück zum Senatsgebäude begeben. Gut, alles andere, da hinten ist noch was. Das werden wir jetzt noch machen. Mit welcher Taste rufe ich eigentlich einen Gleiter her? Musst du unten in die Hotbar ziehen. Melden Sie Ihre Beschwerden.
Oh, es kostet nur 100.000. Ah ne, warte mal. Nur Abonnenten können Credits für diesen Kauf verwenden. Ah, okay. Ich kann keine Slotgröße mehr machen. Dann nehme ich jetzt meine... Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Freischaltung, Inventarmodule. Und dann habe ich jetzt 10 weitere. Gut. Dann haben wir das auch schon mal. So. Genau. Dann habe ich jetzt umsonst alles aus verkauft. Naja, gut. Ich muss da lang. Freigeschalten Händlergilde Blinker. Okay. Ach, ich muss hier gegen diese Gesichtstypen kämpfen. Ah, okay. Stromschlag. Diese Namen. Hammergeil. Gut. Aber bevor es hier weitergeht, mache ich mal eine Pause. Und ich bin gleich wieder da. Jo.